T-P-L Talk. Aerodactyl Division. Baka! Und damit herzlich willkommen zur 5. Folge der des TPL Talks. Oh mein Gott, Aerodactyl Division. Hallo, wie geht's euch? Ja, es ist soweit. Ich habe mir jemand gesucht. Er spricht Englisch. Hallo, Adalov. And learning ability is to have a large vocabulary. When you hear a word, you don't know. Okay. Adalov ist nicht da, deshalb habe ich verstanden. Dann gibt's ja noch einen zweiten. Orca. Orca. Hallo, Orca. Okay, verdammt, ich spreche kein Orkanisch. Von daher, wenn die beide schon nicht können oder nicht wollen oder sonst was auch immer, oder ich kein Englisch spreche die ganze Zeit im Talk, habe ich noch ein Ersatzmann für euch. Hallo, Skylani. Also bin ich nur die B-Variante? Du bist die C-Variante. Aber die beste C-Variante, die es gibt. Ah, okay. Wie geht's dir? Ja. Soweit so gut. Du hast dich geopfert, um mir einen Gefallen zu tun. Adalov und Orca sind nicht da, aber dafür bist du da. Das Bessere von mir. Oder halt zumindest, du bist da. Genau. Wir reden heute über den 5. Spieltag der Aerodactyl Division. Und ich glaube, wir können einfach anfangen, weil der erste Kampf hat schon ganz viel in sich. Aber lies erstmal vor, was passiert ist. Ja, warte, Sekunde. Ich warte. Los. Bist du in den Stream geschlossen? Ja, du bist ein Arsch. Ja, die Allo Tank Bros haben 3-0 verloren gegen Sarude Sandsturm. Ja. Alle durchlesen, ja, ne? Ja, ja. Katina Band hat 1-0 gegen Pikuken gewonnen. Ja. Kikiliki hat 3-0 verloren gegen Pittsburgh Steelix. Ja. Gigachat, Gigalith haben 6-0 gegen Spirit Tuska gewonnen. Und die Mammotails haben unverdient 3-0 gegen Triumph Fittini gewonnen. Ja, das sind ist die Memotails? Ich hoffe doch. Was sind die? Tabellenletzter. Ach, mit einem Sieg, klar, ist richtig. Ist doch schön, dass ich daran schon wieder erkannt habe, dass du dir nichts anguckst, wenn, dann skippst du noch nach vorne. Nee, die sind auf jeden Fall nicht letzter. Die sind so, haben sogar mehr Punkte in dieser Season erreicht als wir beide. Deswegen sollten wir uns beide schämen. Pyro grinst sich jetzt wahrscheinlich ins Hemd. Hihi, Punkte mehr, bla bla bla. Ja. Aber egal, Alola Tank Bros gegen Sarude Sandsturm. Ich sag mal so, auch wenn da ein 6-0 steht, der Kampf hat mir am besten gefallen. Wie war's bei dir? Ein 3-0. Ja, und das, ich sage, Gigachad Gidalith hat 6-0 gewonnen, der Kampf hat mir aber besser gefallen. Ach so, okay, alles klar. Oh Gott, warte mal kurz. Ich glaube, ich hole lieber Orca und rede mit ihm Orkanisch. Du verwirrst mich, obwohl das ein 6-0 steht. Ja, das war ein guter Kampf. Sie haben es geschafft, den Regen auszustallen jedes Mal und haben alles irgendwie toxiniert und irgendwann sind dann Swampert und Pilippa am Toxin so nach und nach verreckt und dann war da noch ein Forstelka, was aber nicht so viel gegen Discord gemacht hat und Discord konnte sich gegen den immer relativ gut wieder hochrecovern, um dann wieder ein Switchin zu sein. Ja. Ja. Die Defensive bröckelte dann so Stück für Stück durch die Toxin-Tickers. Also ich fand's cool. Die haben ja schon am Anfang, die Sarude Sandsturm, haben am Anfang richtig guten Play gemacht, weil die haben Durengard in ein mögliches Siedewasser von Pelipper reingehauen. Und stell dir mal vor, gut, der war speziell, aber du kriegst halt immer einen Burn-Schaden. Das ist natürlich auch, dadurch hast du weniger King-Shield, du hast weniger Rauswechseln und so weiter und so fort. Also das war ganz gut gemacht. Also das hat mir sehr gut gefallen. War ein bisschen, ne? Der Crit gegen der Crit-Flip-Turn auf Skorgro. Alter, hat der Schaden gemacht. Also, ich bin nicht so gewandert. Das habe ich auch gedacht, als ich das gesehen habe. Ja, ne, das war einfach so, einfach fast weg. Einfach, und da, uiuiui. Ansonsten, Kapukime, ne? Ekelhaftes Set. Und ich bin dann am Ende froh, dass es auch nichts gebracht hat. Aber ja, und ich muss sagen. Aber sieh mal Evie Mack, ne? Was der aushält einfach. Ja, schon. Und ich muss sagen, Mauri, Gruß zurück, ne? Weißt du, hast du gesehen, wie das Frostmoth hieß? Nö. Ja, es hieß Gruß Amashi. Deswegen Gruß zurück, Mauri. Und ihr habt den Gegner gut gelesen. War einfach gut, richtig gut gespielt.
Und Zucker wäre. Genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, der Zucker hätte. Was war das letzte Mal, was drin war gegen Durengard? Das Mond konnte, hätte Sucker Punch gekonnt. Was war das? Weißt du das noch? Swampert. Swampert kann kein Zucker. Ne, Swampert war danach. Und wer kam danach noch rein? Das war noch. Die hatten mit Elfun, Forstelka. Ja. Flipper, Swampert. Nee, da das letzte. Okay, ich guck selber, wer hat gespielt? Wer hat gespielt? Alola Mack war noch dabei. Genau, Alola Mack. Hätte der Zucker. Der kann kein Zucker? Nein, der kann nur Shadow Sneak. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt, weil so ein Zucker wäre da richtig gut gewesen. Dann hat sich das schon erübrigt. Dann streiche ich das einfach mal durch, würde ich einfach sagen. Ja, also die beiden haben sich echt nicht lumpen lassen und die Alola Tankpost echt gut beherrscht, möchte ich sagen. Das war echt gut gespielt. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also. Ist auch eine kleine Überraschung, wenn du überlegst, dass Maui ist Maui. Der hat zwar jetzt so einen guten Teammate, so ein Vipo kann schon was, ne? Aber Vipo hat auch schon mit Grippen, mit Darren geteamt. Also es spricht auch vieles gegen ihn eigentlich, dass man das freiwillig macht. Aber, oh, warte mal, wir haben das auch schon mal getan. Skalani. Mit Darren geteamt? Ja, in der PPL. Dieses Dreier-Ding. Da waren wir doch die Free-Man-Band. Ja, das war sehr erfolgreich, habe ich schon verdrängt. Ja, wenn Jiren dabei ist, ne, erfolgreich. Da nimmt man noch Florges mit ins in Gen 6, wo man denkt, es kann auflockern, aber es kann keinen auf. Egal. Kampf Nummer 2, Cantina Band 1 gegen Pyukuken. Was hast du da für mich? Ja, ich fand sehr cool, dass Workup, also Kraftschub Schwalboss. Das fand ich ganz gut. Und dass Diancie mit 4 Tech-Moves, auch sehr überraschend, also Psychic und Mystical Fire noch dabei. Das Rotom mit T-Wave, das das Katapult dran lahmgelegt hat, sag ich mal so. Ja, und dann war es halt daraus ein knapper 1-0-Sieg, würde ich mal sagen. Warum Secret Power? Was meinst du? Das habe ich mich auch gefragt, keine Ahnung. Warum drückt das Ding die ganze Zeit Secret Power? Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also bitte. Also der Fisch hat richtig gut Nidoking gehandelt, war ich richtig überrascht. Und drückt der die ganze Zeit Secret Power, keine Ahnung. Ja, also da bitte, falls irgendjemand von euch das gucken sollte, Richard und Schmock, bitte, das würde mich gerne mal interessieren. Warum Secret Power? Das wäre so interessant. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, so, es war ein Hin und Her, ne, am Ende. Aber die fallen halt hintereinander, ne, es war so, du stirbst, ich komm rein, der stirbt, du kommst rein, ja. Ich stirb. Also es war, ging locker flockig am Ende, muss man schon sagen. Ja, es sind auch nur 43 Turns gewesen, also. 43? Das ist schon fast viel, wenn man überlegt, dass man. Gut, beim 1-0 ist es. Nee, beim 1-0 ist es okay, ja. Ne, wenn es jetzt 6-0 ist, so wie. Weißt du, hast du gemerkt, wie viel bei Gigashit Gigalith waren? Nee. Nee, okay. Müssen wir auch. Nein, noch nicht drüber reden. Du kannst ja noch kurz nachgucken. Weil wir reden jetzt auch über den dritten Kampf. Kikiliki. 0-3 gegen Pispasilix. Und das ist nicht die erste Niederlage von Kikiliki. Und, ja. Und die Steelix Boys. Deren Team du heute beredest, hat wieder mal gewonnen. Es war jetzt zweite Siege, aber nach 3 Niederlagen ist es schon so ein kleines. Also für mich ist es irgendwie so eine Wundertüte, ne? Die gewinnen mal, spielen gut und danach hast du irgendwie Matches, wo du denkst, warum sind die überhaupt in der TPL? Also, wenn du verstehst, was ich meine. Also, sie haben halt Noah und die gute Frabbitz halt wirklich schon fertig gemacht, kann man sagen. Also, Lichtkanone. Hat voll geregelt von Trikefalo. Tobe Tempo Akani. Reden wir nicht darüber, ne? Also es war auch geil. Und ja, was hast du noch? Aber ja, am besten, dass das Stone Ginger im Prison hatte, fand ich sehr interessant. Also quasi, dass die Moves nicht, die gleichen Moves hat, nicht gleich eingesetzt werden kann. War ganz interessant. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr von Galadamantan erwartet. Aber den hat Akani ganz gut gecheckt, auch gegen Bauchtrommel. Ich fand das so. Turbo-Tempo fand ich witzig. Ja, und tschüss, genau. Ja. Ja. Krass. Sonst habe ich zu dem Kampf eigentlich gar nicht so viel. Bro war halt wieder Bro-Dinger gemacht. Bro-Dinger, ja, das stimmt, ja. Ich fand es halt so. Ich weiß halt nicht, wenn man überlegt, dass die gute Frabitz mir erzählt hat, dass sie halt. Die Hälfte des Teams, jeder hat selber ausgesucht, was sie picken und dann halt hat sich das so halbwegs synergiert. Man merkt jetzt vielleicht auch, dass es halt am Ende auch wirklich nur ODAP gesprochen ist vom Team her. Also für mich persönlich macht es den Eindruck, dass sie halt zumindest, da fehlt irgendwas. Ne? Also nachdem sie gewonnen haben,
am Anfang und jetzt sind es halt die nächsten Niederlagen. Ist halt ein bisschen schade, aber ja, was willst du machen? Genau. Was willst du machen? Wir gehen einfach weiter, das machen wir. GigaChat, GigaLeft 6-0 gegen Spiel Tuska. Eindeutig, würde ich sagen. Ne? Sehr eindeutig, ja. Mhm. Toxic Spikes rausgelegt, dann diesen Kirm-Play habe ich überhaupt nicht verstanden, 80 mal Sub zu drücken. Ja, Pressure, die haben das runtergedrückt, dem Body Press. Ja, aber nachdem Jarry Ball auch noch da war, war das doch klar, dass das nichts bringt. Da habe ich jetzt eine Frage an Sammy, also der kickt sich das ja an, weil erst recht, wenn du gewinnst, gönnst du den TPL-Talk sowieso. Warum Gyro Ball? Also war das einzige Ding, dass du halt nicht Body Press Lower hinnehmen willst, weil Gyro Ball hat halt weniger Schaden gemacht und die Mons, die halt noch in deren Kader waren, sind alle sehr langsam. Also Body Press war eigentlich immer der Play gewesen. Aber hey Sammy, jeder macht mal Missplay, ne? Sammy macht mal... Ich fand das gar nicht. Wieso? Haben doch immer die ganze Zeit Zap gedrückt, also konntest du doch sicher auch mal auf den Gyro Ball gehen. Ja, aber wenn dadurch... Wenn du rausgegangen wäre, hast du doch auch jetzt nicht so viel verloren. Dadurch, dass die Toxic Spikes lagen, der einzige, der davon nicht getroffen wurde, war... Registeel und Weezing. Für Weezing war der Gyroball gut. Und gut, Registeel hast du wieder Body, hättest du wieder Body Press drücken können. Also ich hätte immer Body Press gedrückt in der Hinsicht, weil die haben ja auch nur einmal Gyroball gedrückt. Danach haben sie ja wieder Body Press gedrückt. Also war nicht, also belehrt mich des Besseren. Ich bin ja eh nicht so der Fachmann, aber ich hätte da immer Body Press gedrückt. Bin ich. Und nachdem die Toxic Spikes lagen, kamen sie halt an Blissey, an Agrostella, also Regenerator kurz zwischen Agrostella und Torn T und an Bronzong halt nicht mehr vorbei. Genau, die Hazard-Regeln habe ich mir auch aufgeschrieben. Und im Endeffekt hatten Sammy und North für alles, was Cactus Max und sein Kollege im Kopf hatten, immer eine Antwort. Die hatten immer den perfekten Switch und haben gut gedoubled, also es war... sehr gut gespielt wieder mal und dass Sammy überhaupt Blissey spielt, so eine Schweinerei. Ja, der kann halt nur ekelhaft. Ist halt Sammy. Was erwartest du? Was erwartest du von diesen lieben Menschen? Gut, geht's weiter zum letzten Kampf des fünften Spieltags. Mammotails gewinnen 3-0 gegen Triumph Victinis und du meintest ja, sind die vielleicht letzter? Bist du auf den Gedanken gekommen nach einem Sieg, dass sie letzter sind? Ein Sieg ist kein Sieg. Naja. Sind auch letztes Mal letzter geworden und haben einmal gewonnen. Ja, aber Spiel Tuska hat noch gar keinen Sieg. Das ist das Ding, du beschäftigst dich nicht mit der Daktyl Division. Zumal rein theoretisch sind da vier. Ich kann dir auch sagen, warum, weil Bernie und Pyro da drin sind. Oh, frontest du die heute? Normalerweise ist es meine Aufgabe. Aber ich habe gelernt, man spornt die damit mehr an, weil die haben jetzt schon ein bisschen gewonnen und das ist schon ein bisschen. Ja, ich weiß, dass sie den ersten Spieltag 3-0 verloren haben. Ja, aber. Die haben zwei Spieltage halt verloren und jetzt haben sie eine Siegesserie von drei, Digi. Also wir dürfen uns nicht über die lustig machen. Die sind durch. Die haben den ersten Spieltag nur 1-0 verloren, die haben den Spieltag 3-0 verloren. Alles andere ist egal. Für dich zählt nur der erste Spieltag, okay? Krass. Du bist echt seltsam. Ja. Nee, was hast du da für mich? Komm. Oder darf ich anfangen? Bitte. Ja. Zumindest den ersten hören, ne? Weil ich da dezent gelacht habe. Es kommt Whirlpool Miltank oder kommt eine Hyper Voice von Pelinara und es ist einfach tot. Ich habe so gefeiert. So, jetzt kannst du weiterreden. Ja, nachher war. Es war halt kein Switch mehr für Mega Voltenso da. Mhm. Und der hat dann nach hinten aufgeräumt, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Alles ein bisschen angechippt. Und dann hat er aufgeräumt. Kannst du mir erzählen, warum Halucha Rogiel mitgespielt hat zur Seite? Das war gar nicht so doof. Der war als Check für... Ja. 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 Komm gleich drauf. Check für... What the fuck? Habe ich wieder irgendwas übersehen? Wie war denn der Check noch? Ja. Also für die Teams... Für Katana. Katagami war der Check. So habe ich das. Aber was macht denn Katagami Schaden gegen Halucha? Ja, gar nicht, deswegen. Aber dann hättest du den doch auch. Der geht doch dann eigentlich immer raus. Und der Halucha kann. Naja, wenn er angreift und ihn reinschmeißt, kriegt er manchmal Beulen im Schaden und hat keinen Recovery. Ja, okay. Aber, also, ja, okay. Aber noch für irgendeinen anderen Spawn? Was dabei war? Dabei war? Ja. Also was hat Fininara, Votenso? Maybe Metagross vielleicht noch? Ja, ich weiß ja, nicht. Also, nicht so. Also ich fand halt... Naja, also... Hat mich nicht überzeugt. Ich glaube, da hast du vielleicht in der Defensive irgendwas Besseres, was die händet, oder? Ich gucke noch gerade mal rein. Katana.
Ja, gut. Naja, na, Patina Raja könnte. Close Combat. Oder irgendein Sickle Sword kann er doch hier nicht. Close Combat, Sickle Sword. Okay. Dann hast du noch Silvaro. Hm. Ja, okay. Ja, Silvaro hätte den vielleicht auch noch hätten. Ja, okay, aber dann hätte er wahrscheinlich mehrere Matches, mehrere Monster abhalten ja. müssen. Aber der braucht Silvaro braucht er ja auch für Mega Voltenso. Das meine ich ja gerade. Genau, ja. Da hast du das Problem. Dann war der. Ja, okay. Die haben keinen Ground-Type? Doch Nidoqueen. Nidoqueen, ja. Der war nicht mit? Der war nicht mit. Natürlich. Ja. Also, das ist so die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, also die Memos. Ich weiß nicht, was sie machen, aber stell dir vor, die hätten wirklich ein gutes Team, wie weit oben die dastehen würden. Haben wir kein gutes Team? Nein. 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 Gut, wir gehen einfach weiter, weil du, dann siehst du, wo sie landet sind. Wir haben Gigastadt, Giga Level 1, Sarude, Sandstorm, Pyokugan, Cantina Band, Mammotails auf 5, what the fuck, Alola, Tank Bros, Pitbox, Steelix, Kikiliki, Triumph, Victinis und Spirituska auf den letzten Platz. Du siehst sehr viel blau, weil da hat sich nicht viel verändert bei Sarude, Sandstorm, Cantina Band, Triumph, Victinis und Spirituska. Die sind geblieben, obwohl manche sogar gewonnen haben. Aber es gab halt noch Mannschaften oder Teams wie Gigastadt, Gigalift, die von 3 auf 1 sind. Und die Memos, die auch sich gedacht haben, ja, wir greifen doch mal an, weil du hast jetzt da, und ich muss nochmal sagen, Mauri hat ja letzte Woche gesagt, er glaubt, dass nach diesem Spieltag 4 Mannschaften oder Teams mit 12 Punkten dastehen und Mauri hat da total recht. Und das ist schon gut predicted, sage ich mal. Und Pyokugan, Cantina Belt, Sarude, Sandstorm und Gigastadt, Gigalove auf 1 bis 4. So, du bist jetzt für die Pittsburgh Steelix dabei. Du könntest mir sagen, welchen Platz habt ihr euch denn gedacht vor der Season? Platz 1. Platz 1. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Meinst du, Orca und Adalov sind so extrem offensiv und würden sich auf Platz 1 schätzen? Gesunder Menschenverstand vielleicht. Die spielen Pokémon, die haben keinen gesunden Menschenverstand. Ja, nee, okay. Wir reden mal darüber, einfach darüber, dass dass dann wirklich 4 Mannschaften da sind, die halt 12 Punkte haben. Ja. Und die Memos. Und dann kommen die Memos. Und das Memos ist schon. Also überlege mal, das ist echt keine schlechte Ausgangssituation für die Mammotails. Ich weiß nicht, gegen wen die noch spielen müssen. Das kann ich dir ganz kurz sagen. Also wir wollen natürlich nicht so viel spoilern, weil jede Woche ist wichtig und interessant. Mammos spielen noch gegen die Letztplatzierten. Gleich nächste Woche. Wir haben die Mammos noch gegen Sarude. Gegen Pyokugan. Ja. Aber die können auch verlieren, haben wir gesehen. Und am Ende gegen Cantina Battle. Also die haben schwächere und bessere Gegner. Also es ist ausgeglichen, sage ich mal. Ja. Aber ich finde das trotzdem interessant, dass die wirklich mit 9 Punkten dastehen und jetzt für mich auch so die einzigen von den anderen Teams sind. Natürlich kann sich da noch was ändern. Aber die zumindest noch einen der anderen 4 rausdrängen kann, ne? Also ich spiele automatisch gegen Pyokugan, Cantina Band und Sarude Sandstorm. Sie haben es selbst in der Hand. Gott, sie haben es selbst in der Hand. Ugh. Das ist irr. Ja. Mir fehlen die Worte, weil ich das ein bisschen schlimm finde, weil es kann durchaus sein, dass sie wirklich weiterkommen. Aber ich glaube, alle anderen, für alle anderen ist der Zug auch schon abgefahren. Also 3 Niederlagen, glaube ich, dass das noch reichen wird. Ja, nein. Also, guck mal, es reicht ja rein theoretisch, dass immer eins von den ersten 4 immer jedes Mal verliert, ne? Dann hast du ja immer noch die Chance. Deswegen würde ich, also Spirituska wird schwierig. Weil es gibt nur noch 4 Spieltage und da sind 12 Punkte. Würde ich sagen, wir sehen uns nächste Season wieder. Wenn ihr überhaupt noch Bock habt zu spielen nach dieser dezenten, desaströsen Leistung. Ja. Aber wir haben es ja letzte Season auch mitbekommen, dass es auch wieder nach oben gehen kann. Auch wenn es nur 1-2 Plätze sind bei uns. Aber egal. Jetzt kann ich ja mit dir drüber reden. Was hast du so gedacht, wer von den Teams landet da oben? Mit deiner fachlichen Meinung? Mhm, okay. Die da oben stehen, gehören da schon, glaube ich, auch irgendwie hin. Na, Platz 2 würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ich hätte gedacht, dass Frabbels und Noah vielleicht noch ein bisschen höher sind. Mhm. Aber ich glaube, es kommt wirklich dem zu schlechte, nicht zu gute. Oder das sagt man auch zu gute, wenn es schlecht ist, weiß ich gar nicht. Weil die halt wirklich nicht abgesprochen haben, was sie picken. Ne, also. Die landen halt wirklich, also sind halt Achter, ne? Und das ist halt echt keine gute Leistung. Und ich habe ja selber mit Frabitz geredet,
dass sie eigentlich auch Ambitionen hatten, Erster zu werden. Und da sind sie meilenweit entfernt. Also das ist nicht mehr machbar, glaube ich. Tragisch. Tragisch, ja. Tragisch, tragisch. Okidoki, Herr Scalani, wir reden einfach über das nächste Blatt, das ich dir zeige. Wir reden über die Kills, genau. Mega Dianzi mit 12, Katapultra 10, Mega Botenso C, dasselbe Dorengard, Kapokime, Boreas T, Knackrack, Mega Supex und Viscugon sind in den Top 9. Top Killer ist Dorengard, was auch richtig gut gespielt wurde, von daher ist es vollkommen fein. Wie siehst du diese Killrangliste deiner Meinung nach? Ja, sind die klassischen Monster dabei, ne? Ja, also. Also Viscugon, aber es sind auch nur 5 Kills, jetzt auch nicht so viel. Aber die anderen sind ja irgendwie immer, wenn sie mal gepickt werden, oben dabei. Dorengard hat 9 Kills, ganz cool. Soll ich dir sagen, wie viele Kills unser bestes Mon hat? 3, aber dafür haben wir euch Bonsen. Nee, Elektragon hat doch letzte Woche. Ach, 4, stimmt. Ja, aber also sag nicht so 5 Kills, ist ganz einfach, also es hinzubekommen, von daher. Ja, dafür. Wir reden ja nicht über unseren Kader, aber dafür haben bei uns auch schon relativ viele Kills. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber ich finde, das Megapotenzo geht halt mehr auf, natürlich, wenn ein Hidden Power mit bei ist, ne? Also der wird dann noch öfters halt gepickt und das ist ja diese Season der Fall. Deswegen, Megapotenzo, weiß nicht, also den sehe ich da nicht so oft. Kapokime ist halt so ein, der macht einmal Kills, wie bei uns für Canyon das war, ne? Einfach hat sich gezettabelt oder halt hintern Zap und dann hat er die Kills geholt. Es wurde dann gut rausgespielt. Also jetzt kann man schon sagen, Mega Supex, Knackrack, Dorengard, Boreas T und Mega Dianzi Katapulta sind so die Mon, die sowieso immer gut Kills holen, außer wir spielen sie. Wenn du überlegst, dass Mega Dianzi Katapulta letzte Season bei uns waren. Ja. Schwierig, sag ich mal. Also jetzt kann man auch sagen, Mega Dianzi hat jeden Spieltag mindestens einen Kill geholt. Auch krasse Leistung. Katapulta, diesen Spieltag das einzige Mal, wo sie keinen Kill geholt haben. Also, die sind wirklich gut dabei. Das stimmt. Ja. Empfiehlt dir irgendwie, Mon? Nö. Nö. Kein Bock, ey. Kein Bock. Nein, weiß ich, viel dann Mon? Nö, weiß ich nicht. Ja, du spielst doch Mons auch und du hast auch bestimmte Vorlieben an Pokémon. Und der zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn jetzt dein Lieblingsmon Kyurem wäre und du sagst, wo ist Kyurem? Und dann könntest du sagen, gut, warum haben die Sub gespielt, ne? Das wäre die wäre jetzt so die Antwort, aber hätte sein können, also ich weiß nicht. Zeichen Morn von Pyro und Burnie bei? Ja, Mega Botenso, ja. Mega Botenso, ja, das ist halt das beste Morn. Also, jetzt glaube ich, die hat auch die meisten Kills von denen. Ja. Ja, an zweiter Stelle kommt halt 4 Kills. Das ist Polaros. Das war auch, glaube ich, bis letzte Woche oder vorletzte Woche auch in den Top 9 dabei. Ja. Also, obwohl Botenso hat das abgestaubt die Woche, ne? Das war wirklich. Muss ja auch sein, ne? Das würde auch Sinn ergeben, warum gestern Jeremy gesagt hat, Belektro holt noch mindestens 12 Kills. Also. Ob man es glaubt, lieber Jeremy, ich weiß es nicht so genau. Ja. Cool. Ich glaube, es gibt nicht. Ich überlege gerade, ob mir ein Mon fehlt. Weiß nicht. Dazu die gängigen Typen da, ne? Vielleicht so ein, ja gut, Zeraora, ne? Muss ich aber jetzt gerade gucken, ob Zeraora wurde doch bestimmt auch gepickt. Zeraora. Der wurde gepickt von deinem Team, was du heute vorstellst. Dann gehen wir einfach auch dahin, weil du sagst mir jetzt gleich, nachdem ich vorgelesen habe, was da drin ist, was denn so der Gedanke dahinter war. Dementsprechend, Demeteros T, sowie Zeraorm S, Lamus Terrakium, Trickefadum A, Akani Flogus Mega Stolos im B, C ist Fruyal, Krabum Smogmog und Dictri im D. So, Scalani, jetzt hau mal raus. Ja, also, was ich von den beiden so ein bisschen erfahren habe, ist halt, dass sie probiert haben, um ihr A herum das Team aufzubauen, das heißt also um Bro, um Gefallo und um Terrakium. Mhm. Sie haben dann eine gute Defensive mit Momentum geholt, mit also Wish Support dank Flawless, Momentum User mit Akani, mit Demeteros, mit Zeraora, mit Slowbro selbst auch. Wollen halt immer was tanken, um dann auch nochmal was auszuteilen oder auch um halt aus der guten Defensive heraus das Spiel zu spielen und sich neu Leute positionieren halt durch ihre Pivots. Ja.
Und okay. Dann probieren sie darum, die individuellen Stärken der Pokémon halt mit ihren Fähigkeiten auszunutzen. Haben sie deiner Meinung nach das schon getan, die Season? Böse Frage, ja. Oder? Ja! Deswegen haben sie auch nur zweimal gewonnen, genau. Ja, also es ist natürlich schwierig, mit dir über ein Team zu reden, was du selber nicht leitest. Könnte man sich Frage stellen, hättest du das Team so gewählt? Also, ist so, fehlt dir da was? Oder hättest du was besser gemacht, deiner Meinung nach? Oh, kann ich schlecht sagen, weil ich dafür. Man muss irgendwie auch immer so ein bisschen drin sein. So von außen sieht das Team erstmal auf den ersten Blick gut aus. Mhm. Man muss sich mit dem Team halt länger beschäftigen. Mhm. Um sich da in Position zu bringen. Ich weiß gar nicht, ist Area Trap Dictry erlaubt? Ich glaube ja, ne? Pff, ich sag das jetzt. Das wäre halt interessant. Man stell mir doch die Frage vorher, dann kann ich es doch vorher gucken, Mensch, ey. Dictry, steht hier. Alphabet muss man kennen. Ja, es müsste erlaubt sein, ja, weil es steht nichts da. Ja. Bei Logokasse halt zum Beispiel. Eine ganz coole Nische, weil halt auch sowas trappen kannst dann, ne? Ja. Aber die hatten jetzt noch nicht. Mittlerweile gibt es ja Chat-Cell, dieses Ding, wo du auch mal wieder raus kannst, also von daher. Hm. Das Ding, wo man noch raus kann. Ja, aber die hätten es noch nicht mit. Also vielleicht haben sie noch irgendwo einen Spieltag gesehen, von den nächsten vier, was kommt, wo man den mitnehmen kann. Ist by the way auch das einzige Mal, was sie bis jetzt noch nicht mit hatten. Ansonsten Krabums war ja diesen Spieltag dabei, Fruyal. Spex war der, glaube ich, dabei. Oder Scarf, auf jeden Fall war der gelockt. Der war auf jeden Fall böse, ja. Der hätte, glaube ich, noch mehr machen können. Ja, wenn der nicht gelockt. Ich habe auch gedacht, wenn der jetzt nicht nur Boomburst gehabt hätte, sondern für Tentakel auch einen Flammenwurf, ich glaube dann... Ja, man weiß, aber dafür war das Akani geil, muss man schon sagen. Togo Tempo, ich find's toll. Ja, gut. Deiner Meinung nach, wir reden einfach darüber, das schlechteste Mon, was sie haben in den Kader. Was meinst du? Unterschiedlich. Dann sag mir zwei. Wenn es darauf ankommt, was der Unterschied ist für dich. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Fan von Mega Aggron. Mhm. Finde ich im B noch relativ teuer dafür. So, Weezing ist im C vom Preis her relativ günstig. Ist natürlich auch nicht so ein geiles Mon, aber der kann halt auch vieles nochmal checken. Ich liebe den. Hallo, der hat uns da... Ich mag den auch, aber ist halt auch jetzt nicht das pokenste Mon. Ja. Sonst ist es doch ein solider Kader. Mhm. Was ist das beste Mon, deiner Meinung nach? Kommt drauf an, wie man spielt. Ja, so wie du spielen würdest. Ich bin ja auch für Knallen, also das Gravum sei schon ganz cool. Der ist nicht der Beste. Der ist nicht der Beste, aber der ist halt schon ganz cool. Nee, also es wäre vielleicht so ein Ding, dass den noch so ein bisschen vielleicht mit nach vorheben und den vielleicht ein bisschen noch mehr Showbühne geben. Warum auch nicht, ne? Also, der kann böllern. Der ist halt nur so ein bisschen langsam. Ist, glaube ich, sein Problem. Gibt schnellere Mons auf jeden Fall. Und was du meintest mit Stollers im B, ja, vielleicht ist der wirklich da zu teuer. Aber wenn du halt auch nichts am Ende gegen den hast, dann kann der auch richtig schön, wehtun, sage ich mal. Ja. Ja. Aber die vielfache Kampfschwäche ist halt einfach. Hm. Ich bin froh, dass du nicht gesagt hast, dass Serraor das stärkste Ding ist. Weil Serraor ist schon nicht bad, ne? Aber wenn ich die Metros T da sehe, finde ich die Metros T sowas von viel besser als Serraora. Also im direkten Vergleich, weißt du? Deswegen, die stehen ja, die helfen sich ja gut untereinander. Genau. Aber ich meine halt so. Obwohl, ja, der bräuchte nicht mal Void Absorber. Also mit dem Bayer Boden. Ja, gut, Skalani, wir gehen weiter. Lies bitte vor, danach predikten wir, was passiert. Serude Sandsturm gegen Gigachad Gigalith. Mhm. Spiritusca gegen die Mammotails. Pittsburgh Steelix gegen Katana Band. Triumph Victinis gegen Kikiliki. Und Pyokuken gegen Galola Tank Bros. Okay, Serude Sandsturm, das ist wirklich auch ein Ding. Die haben beide 12 Punkte und Platz 1 gegen Platz 2. Was meinst du, wer gewinnt da? Jetzt guckst du die Karte. Bist du professionell? Guckst du die Karte jetzt gleichzeitig an? Das mache ich nie. Ich mache das immer noch Sympathie. Ich sag, ich bin für Serude Sandsturm. Weil? Sammy kann mal verlieren. Aber hat er doch schon. Am ersten Spieltag. Ja, aber der muss auch mal wissen, wie man verliert. Das ist schon so lange wieder her. Der muss keine mal Ahnung. So führen wie wir, meinst du, oder was? Keine Ahnung. Ich sag.
Sarute, nee, ich glaube, ich gehe mit Sammy. Aber das ist halt auch nicht überraschend für mich, weil das ist halt, glaube ich, mit Northam, die echt eine gute, ist eines der besten Teams, glaube ich, so vom Spielerischen her. Und ich glaube, Sarude Sandsturm steht da oben auf Platz 2. Das war nicht geplant. Also auch wenn die es angeben, geplant zu haben, damit hat, glaube ich, nicht so viele gerechnet, dass der Vipo und der Mauri da oben stehen. Deswegen gehe ich mit Gigachat. Gigalith. Spiel Tuska, die noch nichts gewonnen haben, verdammt nochmal, gegen ein Team, was viel zu oft gewonnen hat. Wer gewinnt da? Pyro und Bernie. Also die Members hauen das einfach weg. Warum bist du denn so gegen Cactus Max und sein Teamkollege? Ich bin nicht so gegen sie. Du hast mich nach einer Meinung gefragt, die habe ich dir genannt. Okay. Das Ding ist ja, ich kann es ja schon announcen, nächste Folge wird Cactus Max mein Gast sein. Und ich habe es jetzt schon mehrmals diese Season gehabt, diese Person, die ich immer in den Talk hole, die haben eigentlich, glaube ich, fast immer gewonnen. Deswegen gehe ich mit Spyro Tuska. Ja, alleine schon, weil ich gegen Pyro und Bernie bin. Die müssen auch mal bestraft werden. Die haben die Siegesserie. Man kann jetzt auch mal aufhören. Nach 3 Siegen in Folge reicht jetzt mal Bernie und Pyro. Deswegen Spyro Tuska. Ich will einen freundlichen Cactus Max haben, der endlich von einem Sieg erzählen kann. Und feiern kann. Es wäre schon cool, wenn ihr das Ding gewinnen würdet. Ansonsten reden wir darüber, wie ihr einfach 6 Spieltage hintereinander verloren habt. Ja, cool. Pittsburgh Steelix, das Team, was du heute beredest, gegen Cantina Band. Wer gewinnt da? Cantina Band. Warum bist du? Bist aber richtig zackig gerade, ne? Nein, klare Ansage. Cantina Band gewinnt. Warum? Weil der Kanan, glaube ich, noch ein Tick stärker ist. Ein Tick stärker. Aber ja, gehe ich mit dir. Ich glaube, dass. Aber ich kann auch fast jede Woche sagen, dass Schmock und der Richard, ich glaube, das Ding holt, ja. Dass sie überhaupt verloren haben, wundert mich sowieso. Deswegen gehe ich da mit dir, genau. Dann geht's weiter. Triumph Victinis gegen Kikiliki. Ich bin für Kikiliki. Warum? Ich gönne denen das, wenn sie das Spiel gewinnen. Du gönnst denen das, wenn sie das Spiel gewinnen. Ja, okay. Sie haben mich halt hart enttäuscht. Ne? Also ich habe mehr da mit den beiden gerechnet. Deswegen kommt wieder Boyenhelf oder Halucha mit. Ich gehe mit Triumph Victini. Ganz einfach. Ich habe Bock, dass die das Ding gewinnen und ihren nächsten Sieg einfahren. Und deswegen etwas vielleicht nach oben in die Tabelle gehen oder zumindest mehr Punkte. Mehr Punkte ist immer gut, deswegen. Pyukuken, Alola, Tank Bros. Das ist ein interessantes Game, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, relativ offen. Ja. Und diesmal gehe ich auf die Alola Tank Bros. Ich habe so Bock, dass dieser 20-Pokémon-Mensch-Pana wieder verliert. Das würde ich cool finden. Deswegen gehe ich auch mit Alola Tank Bros. Ganz einfach. Ich möchte, dass Pyukuken ruhig noch mal so ein bisschen in die Bedouille kommen könnte, Nox und Pana. Deswegen seien wir mal nicht so und gönnen den anderen den Sieg. Skalani, es geht jetzt zum schlechtesten Team und diesmal redest du über Orcas Pick. Oh. Bitte sehr. Dafür fällt dir doch bestimmt was ein zu sagen, oder? Achso, die müssen die aus der anderen Division. Alter, ich hasse dich so sehr. Warum habe ich dich jetzt Freund? Du bist mein Freund und gönnst dir nicht mal irgendwie was ich von dir. Ich musste gerade erst mal gucken, wem das Logo gehört, aber jetzt weiß ich, wem das Logo gehört. Verdient, das reicht, wir können weitermachen. Ja, willst du denn wissen, worüber. Die schaffen es nicht mal einmal pro Woche ihren Spieltag auszuführen. Das sagt schon alles hier mit diesem Team. Willst du noch irgendwie munkeln, warum Orca das gepickt hat? Nein, die sind gar nicht der Rede wert. Die schaffen es nicht, einmal die Woche ihren Spieltag auszuführen. Die haben letzte Woche nicht geschafft zu kämpfen und diese Woche haben sie auch noch nicht gekämpft. Dann können wir drüber reden, was Adalof gepickt hat. Willst du es sehen? Ja. Bitte sehr. Reden wir darüber. Okay. Jetzt können wir das ausführen. Also, ja. Dürren. Eigentlich mag ich Dürren, ja? Ich auch, und ja. Dürren hat auch immer viel um die Ohren, aber dass eine Woche nur 7 Tage hat, müsste er langsam auch geschnallt haben. Der hat dann Mathe nicht aufgepasst. Probiert einmal die Woche so einen Kampf durchzuführen. Wäre schon ganz cool, wenn sie das dann irgendwann nochmal schaffen würden.
Ich hatte nicht vor, dann in 8 Wochen gegen die zu spielen, wenn wir eigentlich schon virtuell im Finale sind, dass wir dann nicht so spielen. wir haben ja den letzten Spieltag gegen die. Das heißt, die müssen sie ja dann erst rechnen. Sonst kriegen wir das 6-0 geschenkt, wie die Redner Fight Club da den anderen geschenkt haben, den Devious Rewilds. Deswegen, ja. Also die haben, witzigerweise haben sich beide für Mordgib entschieden und zu Recht. Wir wissen alle nicht, warum diese beiden Dudes so viele Punkte diese Season schon gesammelt haben und immer noch vor uns in der Tabelle sind, by the way, Skyline, obwohl wir letzte Woche gewonnen haben. Deswegen. Weil sie nicht spielen. aber wir hätten ja trotzdem, da liegt der Fehler vielleicht auch ein bisschen an uns, wir müssen an uns arbeiten. Ja, und Skyline, weißt du, was jetzt kommt? Nö. Du hast echt keine Videos von mir gesehen. Doch, die Vorstellung auf nächste Woche. Ja, die Vorstellung habe ich ja schon getan. Das wird Cactus Max sein. Ja, genau. Ja, was kommt danach? Ja. Weiß ich nicht. Normalerweise die Abmoderation, genau, Skalani. Du sagst, du bist immer dabei, du spulst nicht vor, du klickst nirgendwo rein. Aber ich habe eine Überraschung für dich. Wir reden über das schlechteste Team, was wir gewählt haben, Skalani. Ich habe Kikiliki gewählt, oder zu Recht, glaube ich. Eigentlich habe ich das gewählt, mit dem Gedanke, erstmal wollte ich das Team-Logo nochmal sehen, weil ich es gruselig finde. Weil das Logo einfach hässlich ist, genau. Ich liebe es, ich finde es creepy, deswegen finde ich es geil, ne? Das kommt dazu. Und, weil die auch Sand gepickt haben, das heißt, sie haben auch Mega-Despota und wir eindeutig die besseren Mega-Despota-Spieler sind, deswegen habe ich Kikiliki gewählt und jetzt kommt zu dem, was du gewählt hast, bitte sehr, das hast du gewählt. Ja, würde ich sagen, liege ich näher dran als du, oder? Nee. Also wenn ich mir die Tabelle angucke. Naja, jetzt kommen wir nicht so, aber warum hast du es gewählt? Darüber kannst du jetzt sagen. Das ist halt einfach nur Differenz. Sei ehrlich, Skalani. Weil ich wusste, dass Miltank von Specs viel näher gewonnen hat. Ach, du bist doof. Soll ich sagen, wieso du es gewählt hast? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wegen einer Person. Ach doch! Ach, wegen Patrick. Ja, nee, wegen den anderen, der nicht mehr dabei ist. Pokegantis ist ja eingesprungen für... Okay. Ja, das war deine Antwort. Du brauchst das Team gar nicht angucken. Dadurch, dass wir schon eine kleine Vorgeschichte haben mit Patrick und seinen Teamkollegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Vergangenheits-Ich ändert sich nicht. Keine Ahnung, ja. Das hast du gewählt, auf jeden Fall. Das sind die Teams, weil ich wusste auch gar nicht, wo ich das irgendwie hinbaue. Deswegen kommst du jetzt, glaube ich, auch gut zurecht, dass Orca und Adolf nicht konnten oder nicht möchten oder sonst was. Genau, das sind die Teams, die wir beide gewählt haben. Wir haben es gut erklärt. Du wegen Choice Specs für die Nara und ich wegen schlechteren Sandcore. Cool. Ja, das war's schon, Herr Skalani. Krass, oder? Es geht manchmal schneller. Du bist so ein Arsch. Schneller vorbei, als man denkt. Das ist auch die kürzeste Folge, by the way, immer. Vielleicht rede ich ja einfach nicht gerne mit dir, weil wir sonst immer zu viel miteinander reden. Das kann durchaus sein. Kannst du das eigentlich so machen, dass das so richtig blinkt, mein Name? Wenn das dann so. Warum soll der blinken? Ich habe extra unser Logo über das andere rübergehauen. Siehst du es überhaupt? Ja, das sehe ich. Aber kannst du das mit meinem Namen nicht so blinken, glitzern, noch aufleuchten lassen? Warum soll der blinken? Ist cool. Du bist aber nicht cool. Du bist du. Ja, Skalani. Herr Himmel. Von daher, ich habe nächstes Mal angekündigt, der gute Cactus Max kommt vorbei. Ich glaube, da wird das Gespräch auf jeden Fall cooler als mit dir. Und sage, tschüss, bis dann. Und die letzten Worte gehen an dich. Du kannst jeden Flame, den du willst, nimm dich nicht zurück, ne? Von daher. Ich spoilere jetzt einfach. Oh, krass. Dass wir uns nächste Woche treffen. Wow. Cool. Ja, das waren die Worte. Das mehr willst du nicht. Du könntest mich auch einfach schlecht reden. Nein, ich grüße die Memos in der Hoffnung, dass sie nochmal einen Sieg holen irgendwann. Hä? Die gewinnt auch jede Woche. Sky. In 2023 vielleicht gewinnen sie auch nochmal ein Game. Bist du doof? Die gewinnen doch jede Woche ein Spiel. Warum die gewinnen keinen Spieltag mehr diese Saison. Ach so, das war die Aussage. Herr Skalani hat Bock auf Pyro und Bernie Bash. Okay, gut, ich sag tschüss. Sag tschüss, Skalani. Tschüss. Ciao, bye, bye.